Na gut, hätte ich früher darauf geachtet, mit wer als letzter erscheint, dann. Holy crap. Immer noch ein Bosskampf. Ah, es zoomt. Okay, ich glaube, ich muss den Part schneiden. Okay, ich kann die Hände einfrieren. Sag mal. Was muss ich angreifen? Sein Auge? Oder seine Hand? Ich verstehe nicht. Gott, was ist denn das jetzt? Das ist jetzt scheiße. Jetzt verliere ich deswegen. Ach so, ich muss die Mitte angreifen. Das war zu spät, verdammt. Na gut, egal. Nein! Okay, Lass mich verarschen, wie viel Schaden macht der Kerl? Ah, seine Hand ist kaputt. Auch nicht, oder? Spring doch! Scheiß Auge! Okay, zweite Hand ist tot. Schnell, schnell, schnell! Er wandelt seine Hand gerade wieder her. Okay, ich kann zu einer Pranke immer wieder eine reinhauen. So, jetzt bin ich hier nicht hoch. Auch nochmal. Das schadet immer noch nicht, oder? Gut. Scheiß Augen. Mach ich nie. Ich kämpfe gerade dumm. So opfer ich alles, was ich gerade aufgebaut habe. Ah, jetzt schießen sie in unterschiedlichen Rhythmus. Oh oh. Hier, schnell. Ja, ich werde verlieren. So kann ich ihm nicht schaden. Ich frage mich, ob ich seine Augen auch vernichten kann. Ja. Oh oh. Schnell. Dummer. Warum nutze ich eigentlich nicht den Ring da? Meine Angriffskraft verschärft. Wie viel denn noch? Oh, jetzt habe ich einen guten Rhythmus drin. Shit. Ich bin also Rhythmus gekommen. Die eine Hand ist wieder weg.
Ja, die andere Hand auch, ja. Oh, der hält ganz schön aus. Das ist ätzend, dass das so viel aushält. Na gut, da ich jetzt das System von anderen Kampf herausgefunden habe, sollte ich mich beim anderen Kampf jetzt besser anstellen. Ja, ich werde verlieren. Das ist jetzt das Letzte, was ich machen kann. Gerade ein bisschen auf die Augen zu achten. Ja! Oh mein Gott. Du rechtes Auge, da geh auch drauf. Ja, wird ein mega special langer Part. Oder kommt drauf an, wie lange das jetzt dauert, sonst schneide ich die beiden Postkämpfe. Nee, wie kann das sein? Wie kann sich so ein unverschämtes Kind vor einen Gott wagen? Sei verflucht, Erlöser! Verflucht! Ohne dich wären alle Sterblichen schon tot. Stattdessen muss ich mich hier von einem Kind beleidigen lassen. Alundra, dein Sieg ist fast vollkommen. Hör mir gut zu. Du musst die Überreste von Melzers im heiligen Feuer verbrennen und ihn damit für alle Ewigkeit zerstören. Heiliges Feuer? Dein Sieg soll nie vollkommen sein, Erlöser. Den Frieden, den du und die anderen Sterblichen sucht, sollt ihr nie ganz finden. Solange es Dunkelheit in den Seelen gibt, solange wird das Böse existieren. Das ist eine Tatsache. Und in jeder Seele gibt es Dunkelheit, sogar in deiner, Alundra. Ich wollte eigentlich das Feuerbuch einsetzen, aber... Du hast meine Erwartungen getroffen, Erlöser. Gut gemacht. Aber wir können uns noch nicht ausruhen. Nach dem Melzers Tod ist, wird die heilige Stätte nicht mehr lange stehen. Du musst entkommen, bevor alles einstürzt und uns in See versinkt. Okay, rennen. Weh, ich muss jetzt wieder raus durch dieses Labyrinth. Nee, muss ich nicht.
Oh, das Lied ist geil. Jetzt schon. Ja, ich glaube, der Rest von den Credit hat man jetzt nicht gesehen, weil der PS2 irgendwie gerade. Ja, man sieht, sie macht ein paar Fehler. Ja, jedenfalls, das Video geht jetzt fast 50 Minuten. Ich werde, wenn es irgendwie möglich ist, einen Zwischenschnitt setzen. Wenn es nicht möglich ist, wird es ein special langer Part. Jedenfalls, das war Alundra. Und ich muss sagen, wow, dieses Spiel hat mich echt beeindruckt. Es ist bisher eines der schönsten RPGs, die ich gespielt habe. Es hat richtig Spaß gemacht. Man sieht hier die Zeichnungen, die sehen geil aus. Die Grafik ist geil. Hier nimmt mich so ein bisschen an Golden Sun, Golden Sun und Game Boy Advance. Und Alundra hier PS1. Deswegen ist logisch, dass Alundra hier mehr zu bieten hat. Grafik ist toll, Musik ist toll, die Rätsel sind innovativ, von recht einfach bis zu bockschwer. Da ist irgendwie alles dabei. Also hier ohne meinen Zettel wäre ich irgendwie nicht so weit gekommen. Doch, vielleicht schon, aber ich hätte wahrscheinlich länger gebraucht. Oh, Jess. Und die ganze Story von allen drum und dran, die, ja, die Dorfbewohner, man kommt ins Dorf wegen eines Schiffsunglücks, Jess nimmt einen auf und man lebt immer länger in diesem Dorf, verbringt immer mehr Zeit mit den Leuten und irgendwann wachsen sie einem ans Herz oder einige mag man überhaupt nicht und dann fängt sie langsam an, ein Unglück nach dem anderen, Mine stürzt ein, immer mehr Leute, die man mag, sterben und man trauert irgendwann einfach nur noch mit, weil die Leute einfach so geil sind und man so viel mit ihnen erlebt und es ist wirklich anders als andere RPGs, denn in anderen RPGs reist man von Dorf zu Dorf zu Dorf, erlebt verschiedene Stories und oder einen Weiterlauf einer Story, einfach nur das von einem Dorf zum anderen führt oder quer durchs ganze Land, wie auch immer. Aber hier nicht, hier hat man einfach nur eine Insel mit dem Hauptdorf, oh, ich hasse Ronin, mit dem Hauptdorf als Ausgangspunkt und man reist einfach in alle Himmelsrichtungen, aber niemals von der Insel weg. Das Dorf ist immer der zentrale Punkt dieses Spiels und in diesem Dorf, in diesem zentralen Punkt spielt sich alles ab, so viel nicht. Und ja, am Anfang, die Figuren sind noch relativ monoton, aber irgendwann lernt man sie kennen und man weiß, die Figur hat das gemacht, die, also zum Beispiel Ronin, hat sich als Kotzbrocken herausgestellt, Sibyl, eine Hellseherin und deswegen musste sie sterben. Und man kann so viel über Spiele erzählen, man kann es so viel. Mir fällt gar nichts mehr ein, weil ich bin gerade irgendwie total durch den Wind, weil ich spiele irgendwie so. Es vernebelt meine Sinne, es ist einfach allgegenwärtig. Ich kann verstehen, warum Hedy das Spiel so sehr mag. Es ist wirklich toll, es hat so viel Spaß gemacht. Ich saß jetzt die letzten Wochen einfach dauerhaft jede Nacht dran, hab's immer wieder gespielt über Stunden hinweg, weil ich einfach nicht davon losgekommen bin. Das hatte nichts damit zu tun, von wegen, ja, ich will das Spiel für Erfolg beenden und so. Das hatte was damit zu tun mit, oh ja, ich will Alundra spielen, ich will es spielen. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich großartig dazu sagen soll. Ja, hier das Bild vom Thumbnail, was ich extra bearbeiten musste, weil Hintergrund und so weiter, da musste alles entfernt werden. Aber egal, wie viel Prozent ich habe, das weiß ich leider nicht. Ich habe versucht, so viel wie nur möglich einzusammeln und meiner Meinung nach habe ich auch ziemlich viel angesammelt, also mehr als wie ich normalerweise in anderen RPGs mache. Und was passiert jetzt? Also jetzt fängt wieder alles von vorne an. Ja. Im Internet habe ich gelesen, dass dieses Spiel hier oft mit The Legend of Zelda verglichen wird. Meiner Meinung nach ist dieses Spiel hier besser als zumindest die Retro-Zelda-Spiele. Also Zelda 1, 2, 3 haben gegen Alundra keine Chance. Zelda 4 ist ja, glaube ich, Ocarina of Time. Wo Ocarina of Time ist 3D-Zelda und da wird schon ein bisschen schwer, die beiden, wenn man sie überhaupt vergleichen würde, miteinander zu vergleichen. Aber naja. Oh, das Intro hier, ja, das will ich jetzt nochmal sehen, weil das ist auch mega geil.
Da hat man noch ein paar Szenen gesehen. Zum Ending. Schade nur, dass meine CD irgendwie beim Ending jetzt nicht mehr ganz so funktioniert hat. Oder das Ending gehört es, aber das glaube ich nicht. Weil bei meiner PS2 ist es immer so, der Deckel ist ziemlich locker. Und ich habe da mehrere Spiele draufgelegt, damit eben der Deckel quasi runtergedrückt wird und damit die CD sich auch drehen kann. Ah ja, hier Navas Verlies, das war auch richtig genialer Dungeon. Also ich muss sagen, einige Dungeons, die waren interessant, einige Rätsel waren bockschwer. Also wirklich, das eine Rätsel da in hier Totengräber, im Mausoleum hier in der Gruft mit den 6 Flammen. Ich glaube, es waren 6, ja. Oh, hier, hinter seinem Berg von Torla, der war auch geil. Oder hier der Traum von, komm, jetzt fällt mein Name nicht ein. Klein, genau. Ich glaube, es war Kleins Traum. Aber was sollte ich jetzt sagen? Vor Torlaberg. Verdammt! Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich bin irgendwie total. Naja. Jedenfalls, dieses Spiel ist. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll, außer es ist genial. Es hat mir riesige Freude bereitet. Genau, die Rätsel waren teilweise echt bockschwer. Hier in der Gruft von unserem Totengräber, vor allem mit den 6 Fackeln. Das war. Wow, wie lange hing ich da? 30 Minuten? Und saß da vor meinem Zettel und habe ihn angestarrt und hin und her gekritzelt alles. Ja, es hat Bock gemacht, das Spiel. Und ich werde nach dem Intro auch das Let's Play beenden. Ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass ich diesen Part hier zu teilen werde, weil. Oh, nochmal die schöne Szene. Weil dieser Part hier geht jetzt schon fast eine Stunde. Ja, Maya, am Anfang mochte ich dich nicht. Aber jetzt mag ich dich schon. Hier Zodia oder wie er heißt. Ich kenne sogar die Namen von den ganzen Kreaturen und alles. Und auch von den ganzen Gebieten. Normalerweise vergesse ich das relativ schnell. Ja, dieses Spiel hier nicht, das hat sich in mich reingebohrt. Kenne ich noch den Großteil von den Namen der Figuren, von den Umgebungen. Also, das heißt doch, das spricht für das Spiel. Das hat. Ah, oh, das ist genial. Spielt es alle, holt es euch. Das ist ein Muss. Gut, dann würde ich sagen, zum letzten Mal, vielleicht sehen wir es irgendwann mal, wer weiß. Das war Alundra. Sollte ich nochmal. Was passiert, wenn ich jetzt weiter drücke? Ich meine, ich habe jetzt noch Zeit. Starte ich dann wieder beim letzten Speicherpunkt? Mein sämtliche 100% habe ich nicht bekommen, das weiß ich. Wie viele Goldfalken und so weiter ich jetzt habe, weiß ich auch nicht mehr. Aber dann gut, das werdet ihr ja sehen, wenn ich irgendwann mal Start drücke zum Schluss. Dann verlasse ich mal diese heilige Stätte. So, dann würde ich sagen, das war Alundra. Ich hoffe, dieses Let's Play hat euch gefallen. Mir definitiv. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem neuen Let's Play. Vielen Dank.